Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Auto Truck Simulator 2 im Singleplayer am, was haben wir heute für einen Tag? Ich glaube, es müsste Mittwoch sein. Mit mir, dem Werner, hallo, guten Tag und Mahlzeit. So, wir sind wieder zurück. Ich freue mich wirklich. Mit nochmal einem überarbeiteten BG-Skin. Den gibt es für euch. Den gibt es für euch noch nicht, aber den wird es für euch geben. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir in den Streams, in meinen Streams, 50 Mal diesen Skin verlosen werden. Wann die Streams sind, wird immer spontan sein. Es wird aber, wenn, dann nur abends sein. Zumindest unter der Woche, Wochenende. Mal schauen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, 50 Mal diesen Skin zu verwenden. Den gibt es nicht zum Download. Er ist momentan noch in der Beta-Phase, der Skin. Das heißt, da werden noch Optimierungen vorgenommen und so weiter und so fort. Aber für 50 Leute gibt es diesen Skin zu gewinnen. Aber wie gesagt, wann das Stream beginnt, kann ich euch nicht sagen. Die Woche ist mega stressig. Könnte sein, dass noch die Woche mal ein, zwei rausgehen. Mal schauen. Aber dafür müsst ihr, wie gesagt, bei Twitch angemeldet sein. Ihr müsst oder solltet Follower des Kanals sein. Und dann steht dem nichts mehr im Wege. So. Das sind die Spielregeln. Wer was dagegen hat, wie gesagt, keiner muss mitmachen. Keiner zwingt euch. Ist halt einfach nur mal so. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte gucken, ob wir denn vielleicht einen schönen Auftrag bekommen. Wir sind in Polen, in Poznan und können fahren. Oh, das ist wichtige Lieferung und zerbrechliche Ware. Das ist gut, oder? 8 Tonnen nach Dresden. Nach Dresden. Können wir fahren nach Dresden. Leck. Das kann mir niemand erklären, warum das bei mir leckt. Ich habe schon jeden gefragt. Kann mir niemand erklären, warum das leckt hier. Ich verstehe es nicht. Ich muss mir einen besseren PC für ETS 2 kaufen. Weiß ich nicht. Kann ja sein, ne? So, aber jetzt heute machen wir gleich Musik am Anfang an, weil viele haben gesagt, Werner, du machst die Musik immer so spät an. Alles gut. Ist das der Musikplayer oder ist das wieder was Doofes jetzt? Das müsste GEMA-frei sein. Ich hoffe es zumindest. Mal schauen. Wenn nicht, dann nicht. Mein Gott. Geht auch die Welt nicht unter. So, wir fahren mal hier ganz geschwind rum. Viele haben auch gefragt, ob ich weiß, wann dieses Beta-Update kommt. Als offizieller Spielerinhalt ohne Beta. Also, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgefragt beim Hersteller, muss ich ehrlich sagen. Weil ich mir denke, es bringt nichts. Ob ich es nachfrage oder nicht, es bringt nichts. SCS ist immer der Meinung, oder hat immer schon die richtige Linie gefahren, meines Erachtens. Wenn es fertig ist, wird es herausgehauen. Wenn es Fehler hat, ist eine Beta. Punkt. Ist so, weißt du? Es gibt einfach Sachen, die getestet werden müssen. Und wenn SCS sagt, ist es fertig, dann haust es raus. Und wenn sie sagen, es ist nicht fertig, dann haust es nicht raus. Das ist ganz einfache Rechnung. Und wie gesagt, das finde ich einen guten Weg. Kann morgen sein, kann in 3 Wochen sein, kann in 2 Monaten sein. Ich kann es nicht entscheiden, ich kann nicht mitwirken. Ich bin ja froh, dass dieser Schritt so gekommen ist, dass wir diese Beta überhaupt haben, dass wir diese Beta überhaupt spielen dürfen, diese Public Beta. Da bin ich schon mal sehr, sehr froh drum. Ja, und mehr kann ich jetzt auch nicht sagen momentan. Wie gesagt, mehr weiß ich nicht und ja, ist so. Viele haben auch gefragt, wie das jetzt weitergeht hier im Eurotruck Simulator. Also geplant ist, dass jeden Tag eine Folge kommt. Das ist so geplant. Ab und zu wird es auch mal ein Stream sein, der hochgeladen wird von mir. Das soll jetzt aber auch keinen Unterschied machen. Die Streams sind dann halt einfach länger. Ne? Das ist halt nur mal so. Und wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich das. Das heißt jetzt aber nicht, dass jedes Mal ein Stream stattfinden wird. Nein. Sondern wie halt Zeit ist. Es ist immer die Frage, wie Zeit ist. Die Woche sieht es eher schlecht aus mit Streamen. Das kann ich jetzt mal so spontan sagen, weil ich jetzt einfach überhaupt keine Zeit habe momentan. Aber letzte Woche zum Beispiel habe ich fast jeden Tag gestreamt. Also wenn eine Stunde oder sowas Zeit ist, wird einfach mal den Stream angeworfen und gut ist. Ich sage euch jetzt ganz ehrlich, es ist jetzt 23.08 Uhr am Vortag. Also am 28.08.18. Ich weiß nicht, wann ich jetzt noch einen Stream anmachen sollte. Weil wie gesagt, es laden gerade 4 Videos hoch. Da ist jetzt momentan an Streamen sowieso nicht zu denken. Und jetzt nehme ich eben das noch auf, damit wir für Mittwoch was zu gucken haben. Ne? Deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig für mich festzustellen, ja, mach doch einfach mal einen Stream. Ist immer sehr, sehr einfach gesagt. Oh, es ist wieder Tag. Schön. Aber leider nicht in der Praxis. Das ist immer das Problem.
So, wir fahren mal nach Dresden. Alter, was ist das für ein funky Sound, was ich da eingemacht habe? Ist ja Wahnsinn, du. So, der Kollege Sherlock ist momentan dabei, die BG-Skins auszuweiten. Das heißt, der Mercedes müsste vollständig abgedeckt sein. Es gibt leider teilweise Probleme. Also, was heißt Probleme? Es sind Schönheitsflecken, sagen wir es mal einfach so. Zum Beispiel bei dem Mercedes hier, bei dem Vierachser für den Schwertransport, sind die hinteren Schürzen, die sind einfach so doof gemacht, ne? Also das ist zum Skinnen absoluter Horror, würde ich mir sagen lassen. Beziehungsweise kannst du es auch nicht genau einstellen, weil STS einfach die Vorlage nicht bereitstellt, sagen wir mal so. Aber der Sherlock ist mittlerweile am Scania dran, ne? Weil wir wollen ja, also wir wollen, ist übertrieben, aber es wäre halt schon cool, wenn dieser BG-Skin auch für weitere LKWs zur Verfügung stehen würde. Was jetzt mal so in den Raum geworfen wurde, ist eben Mercedes. Der Skin ist schon fertig. Oder so gut wie, ich glaube, er ist fertig. Scania ist jetzt gerade dabei zu machen. Und dann kommt noch Volvo. Das sind die Sachen, die momentan geplant sind. Andere Marken, weiß ich nicht. Wenn das Interesse wirklich mega groß ist, dann kann ich Sherlock gerne mal fragen. Aber das ist halt auch ein sehr, also wirklich viel beschäftigter Mann. Und ich würde es nicht keinen Wert drauf legen, muss ich ehrlich sagen. Also die Marken, die ich gut finde, das ist aber nur meine Meinung, ist eben Mercedes, Scania, Volvo. Die drei werde ich auch hier fahren im Let's Play auf alle Fälle. Und die anderen Marken, ja, ist halt nicht so meine Baustelle. Muss ich einfach sagen, ist nicht meine Baustelle. Soll es aber nicht heißen, dass ihr das nicht fahren dürft. Bitte fahrt, was ihr möchtet. Ich möchte euch da nichts verbieten oder irgendwas vorschreiben oder sagen, oh, du fährst eine Renault, was bist du für ein Typ? Nein, auf gar keinen Fall. Wir sind selber schon Renault gefahren, im Schwertransport. Business. Sind wir mal mit Randy und Ansgar sind wir mal eine Runde gefahren im Multiplayer. War eine lustige Angelegenheit, wird aber auch eine einmalige Sache bleiben, weil solche Sachen musst du einfach nur als einzelnes Ding stehen lassen und einfach nur drüber lachen. Und ja, das ist das so wie es geplant ist. Was auch geplant ist, das sage ich euch jetzt aber noch nicht ganz genau, was es ist. Innenaccessoires. BG-bezogene Innenaccessoires. Aber ich sage euch nicht, ist es jetzt ein Ball, ist es eine Fußmatte, ist es statt dem Mercedes-Zeichen ein BG-Logo drin oder sowas, oder ist es eine, keine Ahnung, eine Tasse oder sowas, keine Ahnung, ich kann, irgendwas halt. Irgendwas davon wird auf alle Fälle kommen, da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, der Sherlock ist da dabei, das zu machen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir einen Sherlock haben, weil ich kann sowas nicht. Ich kann sowas einfach das zu, ne? Mutti, Mama auch hier. Oh Mann, jetzt müssen wir zurückfahren. Ich habe das X zu spät gesehen, leider. Wer kennt den nicht, den Wahnsinnigen mit der BG-Lackierung? Oh oh. Der darf die Autobahn einfach mal zurückfährt und nicht vor. Mann, Kollegen, was seid ihr denn für Amateure hier? Ich wollte doch hier nochmal. Dankeschön, danke, 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 Kollege, danke, danke. Eben, für den Scania, den wir da hinten sehen. Scania S, glaube ich, ist das. Für den ist auch geplant, dass der... Ist hier... Kann ich hier über... Oh, Mann. Dass der Skin eben kommt. So wird die stehen bleiben, ne? Krass. Das heißt, ich habe jetzt ein Ticket gezogen, für den Anfang der Maut... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hat ein bisschen gerumst hier. Den Bus schaffen wir noch. Den Bus schaffen wir noch. Jo, haben wir gemacht. Alles gut. Oh, ich habe zerbrechlich gefragt, ne? Ich soll es für die Aktion vielleicht lassen. Ganz ehrlich, ich soll es für solche Aktionen wirklich sein lassen, weil das kann schon mal in die Hose gehen, ne? Gut, es geht ein bisschen bergauf. Spüre ich gerade oder höre ich, nehme ich den Motorsound, dass es ein bisschen bergauf geht hier. Was jetzt aber auch überhaupt nicht tragisch ist. Sind wir noch in Polen oder sind wir schon in deutsche Lande? Ich weiß gerade nicht. Ist auch egal, wie es ist. Ja. Das kommt auf alle Fälle für den Eurotruck-Simulator. Was leider nicht möglich ist, ist diesen Skin im Multiplayer zu fahren. Das geht nicht, weil es ist halt immer noch ein Mod. Ne? Und bei Mods ist es so, Mods sind nicht Multiplayer-fähig. Ist halt nur mal Fakt. Ist so. Wobei natürlich, man muss es... Das ist jetzt auch ein bisschen falsch gesagt, weil der ganze Multiplayer ist ein Mod.
ne? Das muss man auch mal so sagen. Der Multiplayer kommt ja auch nicht von SCS selbst. Das haben ja auch ein paar Leute gemacht. Wobei der Multiplayer im ETS einfach... ETS natürlich auch ATS, klar. Ist halt schon sehr, sehr cool. Also gefällt mir richtig gut. Ich spiele auch sehr, sehr gerne im Multiplayer. Nur habe ich mich halt wirklich mittlerweile sehr an diesen BG-Skin gewöhnt. Und natürlich an die eigenen Trailer. Ganz klar, ne? Und deswegen bin ich halt momentan sehr, sehr viel im Singleplayer unterwegs. Aber mit steigendem Level... Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, zum Beispiel mit Schwertransporte nur im Multiplayer zu fahren. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil... Es gibt keine eigenen Anhänger für Schwertransporte, ne? Und wenn wir irgendwann mal Bock haben, so, dann läuten wir mal die Schwertransportwochen ein, ne? Ein, zwei Wochen lang nur Schwertransporte machen. Mit Eskorte und so weiter. Also das finde ich schon. Ach, ja, habe ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Und natürlich kommen dann noch die Multiplayer-Geschichten mit BG-Team-Aufnahme. Ja, wo der Richie dabei ist. Vielleicht auch der Boxe. Vielleicht auch der und der und der Schweizer und. Also es haben sich schon sehr viele gemeldet, die gesagt haben, yo, ich stehe an der Grenze, lass mal losfahren. Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber ich muss erst noch ein bisschen im Level steigen, ne? Weil ich kann halt nicht mit den ganzen Jungs mit. Ich könnte schon mithalten, dann nehme ich aber mit einem anderen Spielprofil. Weil sonst fahren die mir einfach weg, die haben viel mehr PS und so weiter. Also da würde ich dann bald alleine da stehen mit dem Konvoi, ne? Und da muss ich nochmal gucken. Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber ich muss nochmal gucken, dass das ETS ein bisschen besser läuft auf meinem PC. Kann mir nicht erklären, woran es liegt. Wirklich nicht. Vielleicht gibt es da irgendwelche Parameter, die man umstellen kann. Vielleicht habt ihr dort noch doch einen Tipp für mich. Wäre cool. Weil ich habe halt immer das Problem gehabt, speziell im Multiplayer. Wir haben auch Multiplayer schon aufgenommen. Zuletzt. Mit dem Boxe. Und das Problem war, wenn der Boxe bei mir in der Nähe war, ich hatte Standbild. Das hast du nicht gesehen. Das war ein Standbild aus dem Bilderbuch. Das war krass. Das war nicht mehr. Das macht doch keinen Spaß, weil der Boxer ist mir immer hinten drauf geknallt. Natürlich unabsichtlich, er hat nicht mehr bremsen können. Und der hat dann natürlich. Ist nicht vorangekommen, weil er halt immer mit 100% Schaden abgeliefert hat. Das ist halt auch nicht spaßig, ne? So muss man einfach so sagen. So. Ich sehe gerade, dass ich wahrscheinlich heute kein. Ja, wird sich heute nicht ausgehen. Heute wird kein Devalli kommen. Sorry. Dafür. Sorry. Aber es wird hier nicht mehr ausgehen. Ist jetzt. Nee, es geht sich heute nicht mehr aus. Kann ich tun, was ich will. Schlaf muss sein. The Valley wird heute ausfallen. Gibt's ja kein Durchfahrtding? Das kann doch nicht sein, Jungs. Nee, geht nicht, ne? Du musst stehen bleiben. Ist das immer so in Polen? Dass man immer stehen bleiben muss? Ja, guten Tag. Ich hätte gern Happy Meal. Ich hätte gern eine Apfeltasche und eine Schachtel Marlboro. Danke. Rauchen ist ungesund, liebe Kinder. Rauchen ist ungesund. So ein Holztransporter, ne? So ein Holztransporter, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also da habe ich ja wirklich gar keinen Bock drauf. Ich fahre wirklich sehr viele Sachen sehr, sehr gerne. Aber ein Holztransporter, so ein Holzi, nee. Nee. Oh Gott. Also ich will, warte. Ich sehe das Video ja um 11 Uhr vormittags oder mittags, ne? Und ich gehe mir hier einen ab. Bei mir ist es jetzt 23.17 Uhr. Deswegen kann man schon mal ganz kurz gähnen. Oh, sind wir hier beim Zoll? Muss ich hier irgendwas in Zollpapier abgeben? Ich warte noch darauf, dass man im ETS irgendwann mal aussteigen kann und den Reifen wechseln muss, ne? Darauf warte ich noch. Dann, ja. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Das ist zu aufwendig. Ich glaube, das würde ja auch die Engine nicht schaffen. Dass das Männchen dann aufsteigen kann, die Türe zuhauen kann und hinten Wagenheber rausheben muss und so weiter. Also Ideen gibt es auf alle Fälle genug für so einen geilen LKW-Simulator. So ist es nicht, ne? Aber das wissen die Leute von SCS auch. Dass man da noch viel mehr machen kann. Aber es muss auch die Engine geben dafür. Es muss die Engine auch zulassen und die Engine muss auch programmiert sein dafür. Sonst machst du nichts, machst du da. So, ich glaube, wir sind wieder in Deutschland, ne? Ich habe vorher so Flaggen gesehen. Ah ja, der D ist für daheim. Das ist gut. Da steht jemand mit dem Cabrio auf der Tanke. Nice.
cool. Ja, meine lieben Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder zu einer weiteren Folge im Eurotax-Simulator. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.